6500 Leute gucken sich gerade live ein Wimmelbildspiel an. Das tut mir echt leid. So viel Elend. Ich entschuldige mich. Okay. Jetzt haben wir hier noch. Nein! Mann, Bärschwein. Ich dachte, dieser Bär würde mich angreifen, aber das habe ich mir anscheinend nur eingebildet. Oh, dramatische Musik. Die Schere im Arm. Ich will sie nicht erzwingen. Alter, was ist denn das für ein Tattoo, ey? Er ist ja so ein bisschen Steampunk-mäßig hier mit dem Ding zum Anschrauben. Ein Teil des Geweihs fehlt. Oh, ein Messergriff und eine Knarre. Die Waffe ist ungeladen. Also bleiben nicht viele Möglichkeiten, sie auch zu benutzen. Ja, also erstmal Patronen und dann die Waffe nehmen. Wir können die Waffe natürlich nicht nehmen, wenn die keine Patronen hat. Das ist natürlich logisch. Das geht nicht. Da ist sie zu leicht. Eine Statuette. Arthur McGregray. Austin Autist McGregrays Sohn Arthur war ein bekannter Jäger. Auf einer Jagd erschoss er aus Versehen seinen Gefährten, der später starb. Hieß er vielleicht Rumsfield oder ich weiß nicht. Hier haben wir noch eine Tasche. Der Verschluss klemmt. Ich muss den Riemen durchschneiden, aber zum Glück haben wir die Schere ja beim Teppich gelassen. Und man kann auch nicht, weißt du, hier unten voll der Platz drin, da kannst du voll reingreifen, aber die Alte mit ihren Papierarmen natürlich, ja, sag ich mal nichts zu. Haben wir hier wieder ein Chamäleon-Objekt irgendwo? Der Wolf sieht sehr Chamäleon, nee, nicht. Chamäleon-Objekt. Da oben die Decke, da leuchtet es ab und zu mal. Ich sehe momentan kein Chamäleon-Objekt. Vielleicht siehst du ja eins. Ich momentan jedenfalls nicht. Was haben wir denn da? Wimmelbild? Nein. Eine Zange und Patronen, die wir nicht nehmen können, weil der Herr macht sich die Patronen. In dieser Patrone befindet sich kein Schießpulver. Ist doch logisch. Wenn man Jäger ist, macht man sich die Patronen natürlich selber. Die gießt er wahrscheinlich mit dem eigenen hohlen Zahn. Hält er erstmal so einen Bleicontainer in den Zahn oder vielleicht das Ölding vom Kamin. Und dann gießt er sich die Patronen natürlich selber. Ist doch klar. So, das Ding können wir natürlich nicht aufmachen. Dieser Schraubstock ist ohne Griff nicht mehr funktionstüchtig, ist doch klar. Dann mache ich mal ganz kurz Folgendes. Wir holen uns jetzt erstmal ein Messer. Jetzt wird es langsam gewalttätig. Boah, geil. Egal, Messer. Zange. Einen Griff haben wir nicht. Können wir mit der Zange? Wahrscheinlich nicht. Das brauche ich jetzt nicht. Okay, das verstehe ich. So, Streamleck. Das tut mir natürlich leid. Dann gucken wir mal ganz kurz hier die Tür, die Geheimtür. Neue Aufgabe. Was verbirgt sich hinter der Geheimtür im Trophäenzimmer? Ich weiß es nicht, aber ich nehme mal diesen Splitter hier mit. Stock. Da können wir bestimmt noch Dracula besiegen. Eine der Figuren fehlt. Sag doch gleich, es ist eine scheiß Aussparung. So, haben wir hier... Was war das denn hier? Wieso baumeln die Dinger denn da oben? Und dann auch noch synchron. Teil des Geweihs fehlt, hier können wir sonst nichts machen. Hier braucht man ein Schloss. Ein stabiles Schloss. Ich muss es zerstören. Wir müssen es natürlich aufschießen. Das, ja, wissen wir jetzt schon. Ich mache mal ganz kurz die Tasche auf. Wow. Hätte man sonst auf gar keinen Fall öffnen können. Das ist Hochsicherheit. Ich glaube auch, die Weltzentralbank ist genau so gesichert. Mit so einem stabilen Lederriemen. Kommt keiner ins Geld. Was haben wir denn hier? Ich bekomme den Korken nicht heraus. Das steckt fest wie aus deinem Arsch, Junge. Was haben wir denn hier? Eine Metallfeder. Ich freue mich sehr. Hier ein kaputter Feldstecher. Ah. Ich ahne etwas. Hallo, Ofenhandschuh. So, wir haben den Teekessel. Damit können wir endlich das Eis wahrscheinlich zum Schmilzen bringen. Juhu, dann können wir das Ding hier mitnehmen. Und dann können wir mit der Eiswürfelzange, können wir, was ist das hier? Metallfeder ist kein Griff. Stock mit Metallfeder können wir nicht kombinieren. Mit der Metallzange können wir, ja, mit dem Revolver aufs Schloss schießen, stimmt schon. Zange korken. Wäre eine gute Idee, ich glaube aber nicht, dass es funktioniert. Vielleicht mit dem Messer? Vielleicht mit... Geht irgendwas bei diesem Scheißkorken? Wahrscheinlich Teflonkorken. Da prallt alles einfach ab. Hier ist noch ein Kamin. Da ist noch ein Foto, das man nicht nehmen kann. Hier sind verschiedene Bilder. Ich klicke mal alle Fotos durch. Ich glaube nicht, dass wir eins davon nehmen können. Hier ist noch der komische Bär. Da liegen noch Patronen auf dem Boden, die nicht patronig genug sind für den feinen Herrn oder für die feine Dame, je nachdem. Da brauchen wir eine Aussparung. Hier drin.
Ich bekomme den Korken nicht raus. Der steckt fest. Hier, alles mal probieren. Ist das hier der Korken? Das ist der Korken wahrscheinlich. So, Arsch ist wieder befreit. Und wir nehmen den Flachmann, den wir vorher nicht nehmen. Eine Pulverflasche. Entschuldigung, ist ja gar kein Flachmann. Ich wünschte, es wäre einer. So, hier haben wir Patronen. Einen Fuchsschwanz haben wir auch. Das Ding kriegen wir noch nicht auf. Mit der Eiswürfelzange auch nicht. Metallfeder vielleicht mit dem Messer wahrscheinlich ja nicht. Vielleicht mit dem Stück Holz auch nicht. Okay, wir brauchen irgendwoher Schwarzpulver. Okay, mit der Zange den Schlüssel oder was ist aus dem Glas holen? Das ist eine gute Idee. Das scheiß Glas war hier hinten drin. Vielleicht müssen wir noch das Wachs zum Schmelzen bringen. Nein, es klappt. Ja, gute Idee. Super. Dankeschön. So. Damit haben wir jetzt einen Muschelgriff. Ich mache da jetzt kein lustiges Wortspiel mit. Das erklärt sich ja von selbst. So, den Muschelgriff fügen wir jetzt hier ein, kriegen damit natürlich so ein Ding. Mit dem Korkenzieher machen wir den den Korken daraus und kriegen natürlich einen einzigen beschissenen Mond, den wir in die eine einzige beschissene Tür einfügen können. Jetzt fehlt noch eine einzige beschissene Sonne in der einen einzigen beschissenen Tür und dann können wir die beschissene Tür auch öffnen. Was ist das hier eigentlich? Ich brauche etwas anderes, um den Mechanismus zu starten. Eine Metallfeder. Ein Messer. Ein Stock. Ein Engel. Ein Korkenzieher, den wir komischerweise noch haben, obwohl wir bereits einen Korken damit gezogen haben. Der muss doch kaputt gehen. So, das kriegen wir nicht hin. Vielleicht mit dem Jagdmesser können wir auch nicht rausschrauben. Ich probiere einfach mal. Ich probiere einfach alles. So, ich bin verzweifelt ein bisschen. Den lockeren Stein mit dem Stock anheben. Vielen Dank für den Hinweis. Malita? Ich weiß es gar nicht. So, ich probiere das gerade mal aus mit dem Stock anheben. Das scheint nicht so zu funktionieren. Vielleicht mit dem Messer. Steine kann man nur mit Messer lockern. Das geht mit nichts anderem. Wer steckt denn so eine Scheiße unter einen Stein? Das ist ja voll hässlich. Es fehlen zwei Embleme in dieser Krone. Deswegen kann ich diese Scheißkrone nicht mitnehmen. Ich muss die erstmal auf dem Schädel verrotten lassen. Es fehlen zwei Embleme. Hier, tu doch... Was ist das in der Mitte eigentlich? Das sieht aus wie ein Vogel aus der Sesamstraße. Wer trägt denn sowas als Krone? Der Sesamstraßen-King? Ist doch... Nein, hier liegt Elmo. Wir brauchen noch einen Engel. Ja, Dinge, von denen ich nie gedacht hätte, dass ich sie mal sagen würde. Wir brauchen noch einen Engel. So, dann hier ist nichts mehr. Hier blinkt es noch. Wir können aber nichts mehr draufklicken. Ich weiß nicht, ob das Blinken ist oder einfach nur irgend so ein komisches Gedönse hier aus dem Level. Hier können wir da noch was machen, aber nicht mit den Sachen. Jetzt haben wir einen von drei bei diesen Dingern. Uns fehlt dann noch auf der Seite irgendwas. Das ist, in der Pulverflasche ist schwarz-gelben. Pulverflasche und Patronen. Das stimmt allerdings, aber ich weiß noch nicht so, ich weiß noch nicht so genau. Hier sind noch Patronen. In dieser Patrone befindet sich kein Schießpulver. Ich brauche irgendwoher Scheißpulver. Da hätte man die Patronen dafür. Ein Geweih haben wir auch nicht. Kann ich vielleicht die Pulverflasche... Nein, kann ich natürlich nicht. Okay, kann ich dem Elch vielleicht oder diesem Reh hier vielleicht einfach mal in den Kopf... Das geht leider auch nicht. Schade. Der ist doch eh schon kaputt. Guck dir das mal an. Voll ugly. Wieso sage ich überhaupt ugly? Ich habe keine Ahnung, warum ich ugly sage. Wir bräuchten nochmal ein Nadelkissen. Hier ist sonst auch nichts, ne? Da ist noch der Fuchsschwanz. Hier liegt noch irgendwas. Das kann man nicht mitnehmen. Hier kann man nur was einfügen. Bist du sicher? Das ist doch zu einfach. Oh! Da ist schon Schwarzpulver drin. Ach so. Ja, dann mach zu den Rotz. Können wir vielleicht noch... Wir können natürlich nur eine Patrone. Ja, natürlich können wir nur eine Patrone machen. Na gut, ich dachte, wir müssen jetzt irgendwo ja Schwarzpulver in die Flasche erstmal einfügen. Das weiß man doch so nicht. Okay, da haben wir jetzt die Knarre. Dann können wir jetzt... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Actionsequenz. So, damit haben... Was ist das denn für eine Kiste? Ach du heilige Scheiße. Ich gucke ja heimlich links immer rüber. Wasservogeljagd. Ja, wir haben die beschissene Sonne. Ich freue mich, eigentlich können wir uns jetzt verpissen. Aber nein, Jagdsaison eröffnet. Aber nein, wir müssen die ganze Scheiße hier natürlich noch... Klaue Storch. Wer klaut einen Storch? Hier ist so eine Klaue.
Ist das nicht eine Klaue? Ist das hier eine Klaue? Ist keine Klaue. Storch. Aale. Was ist denn eine Aale? Ich habe nicht mal eine Ahnung, was eine Aale ist. So. Gräten und Türkis. Alter, das ist rassistisch. Sag nicht Türkis. Das heißt Türken. Oder vielleicht auch Leute türkischer Herkunft, aber nicht Türkis. Das kann man nicht sagen. So, ich nehme mal die Türkis. Verband Gewehrkolben. Das hier ist ein Gewehrkolben. Ein Verband. Ich zähle wieder auf euch übrigens, ne? Ich zähle wieder auf euch. Auf der Kiste hängt der Storch. Ach, da ist der Storch. Da hängt er auf der Kiste, tatsächlich. Wie lang? Verband Armreif Salz. Salz? Ja, Salz. Armreif Verband. Ich versuche ja selber auch noch ein bisschen zu rätseln. Ich wälze das jetzt nicht alles auf euch ab, nur die Sachen, für die ich wieder zu doof bin. Also fast alle. So, die Aale ist rechts unter dem Geweih. Die Aale? Das hier ist ein Geweih. Was davon ist jetzt die Aale? Gräten sind ganz rechts in der Kiste. Ach ja, tatsächlich, da sind sie schon. Gräten rechts, Armreif rechts unten. Das ist doch kein Armreif, das ist ein Lederarmband. Ein Reif ist aus Metall. Also, weiß ich nicht. So, Feldflasche ganz links. Juhu, der Deckel fehlt. Natürlich, wir können ja keine offene Feldflasche, die wir sowieso nicht mitnehmen, ohne Deckel mitnehmen. Also nicht mitnehmen. Wo ist denn hier der Deckel? Wieso hat der eigentlich Fußabdrücke von Tieren in seiner Kiste? Hat er da einen besonders kleinen Bären eingesperrt? Oder hier einen besonders kleinen Wolf oder was auch immer das ist? Ich habe keine Ahnung. Das ist der Deckel. Na super, der ist natürlich gut sichtbar. So, Klaue beim Koffer rechts. Ich klaue nicht. So, Klaue beim Koffer rechts. Hier ist der Koffer. Ist das die Klaue? Nee, das ist nicht die Klaue. Beim Koffer rechts, hier ist auch nichts. Ich gucke nochmal ganz kurz. Deckel haben wir schon. Die Aale ist das Pieksding, aber ich kann das nicht mitnehmen, das Pieksding. Das ist offenbar nicht die Aale. Vielleicht ist es ein anderes Pieksding. Hier ist... Ach, das ist Tabak. Für die Tabakdose. Die Tabakdose. Ich Aale direkt unter Wasservogeljagd. Ach, das Pieksding. Juhu. Man lernt nie aus. Eine Aale. Also habe ich noch nie gebraucht. Ist das hier eine Tabakdose? Ja, das ist eine Tabakdose. Packen wir Tabak rein, nehmen wir mit. Klaue. Verband. Als ich mal klein war, habe ich mir mal Schnupftabak geholt. Also klein ist relativ. Da war ich etwas... Da war ich in dem Alter, wo man älter wird und sich für sehr erwachsen hält. Da habe ich mir dabei mal Schnupftabak geholt und fand das irgendwie cool. Eigentlich im Nachhinein war es voll eklig, weil ja ständig braune Soße aus der Nase kam. Super ekelhaft. Ich weiß gar nicht, warum man das macht. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass es irgendwas bringt. Warte, die Klaue ist neben dem Apfel links. Ich erzähle ja schon wieder, es tut mir leid. Neben dem Apfel links. Hier ist die Klaue. Hier ist der Apfel. Die Klaue ist links. Links. Ich sehe keine Klaue. Hier ist oder gibt es hier mehrere Äpfel? Ich sehe gerade nur den einen. Klaue rechts neben der Flasche Hut. Hier ist der Hut. Ihr jagt mich extra rum, ne? Das hier ist eine Feder. Ihr jagt mich extra rum, ich weiß es genau. Klaue und Verband. Das ist der Das ist nicht der Verband. Das sieht aus wie Verband. Warum ist das nicht der Verband? Hier ist Garn. Garnisch-Partenkirchen. Die Klaue ist rechts neben der Zielscheibe. Die verarschen mich. Ah ne, hier ist die Klaue. So, das war jetzt richtig. So, Verband in der Tasche. Das ist der Verband. Sieht aus wie ein Pergament. Okay, damit kriegen wir jetzt die scheiß Sonne, die wir zu Anfang hatten. Prozessbeginn zu den Auszeichnungen. Um mehr über deine Auszeichnung zu erfahren, wähle das Fenster aus. Du kannst ebenfalls die Karte öffnen. Prozessbeginn. Um mehr über deine Auszeichnung zu erfahren. Mhm. Wow, ich erfahre hier gerade so viel. Ohoho. Das ist eine Erfahrung fürs Leben, die wir hier machen. Schließe 3 Wimmelspiele ohne Tipps ab. Ach so. Blau. Okay, damit sind wir durch. Und wir haben die blöde Sonne. Damit können wir jetzt hinten durch die Tür gehen. Hier vorne. Ich glaube, es geht noch ein bisschen.
Achso, natürlich müssen wir die Tür auch öffnen. Ich wollte mich gerade schon wieder wegschalten. Falls es dramatisch wird. Wird es aber nicht. So, was haben wir denn hier? You better leave this place. While you still can. While you still can. You better leave this place. Wer versteckt sich in der Liftzimmer? Oh, ist das spannend gerade. Gronkh, du brauchst das Foto. Aber welches Foto? Ich kann doch kein Foto mitnehmen. Ich habe doch schon versucht, alle anzuklicken, alle Fotos. Ich klicke lieber auf dieses schöne Kissen hier. Mit dem komischen Cerberus hier, wo wir nur einen Kopf von haben. Hundekopf. Ich brauche ein besonderes Emblem, um das Tagebuch zu öffnen. Das Tagebuch ist rosa, überall sind Blümchen. Alles ist rosa mit Blümchen. Und natürlich der Höllenhund vorne drauf auf einem rosa Tagebuch. Es passt stilistisch so gut zusammen. Wow. Ich habe mit Barbie gespielt und ihr den Kopf abgebissen. Es ist so schön einfach. Achso, das hatten wir schon. Da hinten sind noch Blumen. Kann ich die wieder abschneiden? Ich kriege erstmal einen Schlüssel. Aufziehschlüssel. Und da drin ist wieder so ein Cerberus. Die Ränder der Kuppel sind beschädigt. Mir bleibt nur das Glas zu zerbrechen. Nimm es doch runter und wirf es auf den Boden. Wie bescheuert kann man sein? Ich habe keine Zeit, einen anderen Schlüssel zu suchen. Vermutlich kann ich das Schloss auch so knacken. Hat Zeit, alles zu suchen. Hat Zeit, Aussparungen zu machen. Hat Zeit, irgendeinen Scheiß zu suchen. Hat Zeit für irgendwelche Dominospiele. Aber den Schlüssel kann ich nicht suchen. Da fehlt mir jetzt wirklich die Zeit zu. Patsch. Sorry, also manchmal so. So, was können wir hier mitnehmen? Da oben sind alte, gebückte Frauen. Hinterm Fenster. Die wahrscheinlich ihre Rente verloren haben. 5 Mark liegen irgendwo auf dem Teppich und die suchen sie gerade. Deswegen laufen die so herum. Was? Ist das hier ein Kondom? Ein dunkles, ekelhaftes, schmutziges Kondom? Das sieht so aus wie ein Kondom. Warum machen die Kondome hier ins Spiel? In diesem rosa Zimmer. Warum hängt hier ein Schlüpfer über dem Kaktus oder was das ist? Das ist voll das ekelhafte Sexistenspiel. Grim Tales 6. Oh. So, ich verstehe. Ja, die Feder, die Metallfeder. Was, die Feder? Was, die Feder? Was, die Feder? Metallfeder, die Feder, Metallfeder. Was, die Feder in der Mitte? Die Feder, Metallfeder, die Feder. Feder von V fehlt. Ach, hier, die Feder. Das hier ist ein V. Eine der Schwanzfedern scheint zu fehlen. Alles da. So, warte. Metallfeder. Die Feder. Der ganze Chat voll mit die Feder. Und ich weiß gar nicht, was die meinen. So, juhu, wir haben ein neues Spiel. Mit alten, gebückten Frauen, die an Fenstern gehen. Bringe die deplatzierten Accessoires an den richtigen Puppen an. Puppen können nur ein Accessoire auf einmal halten. Wett. An den Treppen. Ich bin ein erwachsener Mann und spiele dieses Spiel. Ich habe in meinem Leben irgendeine falsche Abzweigung genommen, glaube ich. Was? Bringe die Accessoires an den Puppen an. Die Treppen haben nichts zu sagen, ne? Ich glaube nicht, dass dies zu dieser Puppe gehört. Okay, wir haben verschiedene Dinge. Diese Rolle gehört zum Beispiel dahin. Weiß ich so, zu wem eine scheiß lila Schleife gehört? Hier. Ja, ich glaube nicht. Da glaube ich aber für dich mit. Die Puppen machen mir Angst. Ja, das. Ja, ich. Der Ballon gehört wahrscheinlich. Was? Dieser Puppe hält bereits etwas. Sie sollte diesen Gegenstand ein Flügel. Der Flügel kommt hierhin. Der Flügel kommt. Die hat doch einen Flügel. Alter, nimm doch den scheiß Flügel. Warum nimmt die keinen Flügel? Weil die Krone. Wer kriegt denn jetzt die Krone? Der scheiß Hund? Nee. Knochen zum Hund, das ist gar nicht so einfach. Ich würde gerne, aber der Hund hält ja bereits etwas. Der hält nämlich einen roten Luftballon und kann deswegen keinen Knochen halten. Also ich würde schon gerne, aber es geht einfach nicht. Dies ist nicht der richtige Platz für sie. Willst du ins Heim schieben? So, ich
Wieso? Wer kriegt denn jetzt die Krone? Er nicht. Ja, eigentlich doch sie, aber die hält bereits diesen Fächer. Wer kriegt denn den Fächer? Was weiß ich, wer den scheiß Fächer kriegt? Die Müllabfuhr. So, Fächer auf die rote Frau. Ah, nee, das ist die andere Frau. Okay, dann können wir die Krone jetzt dahin machen. Die sieht plötzlich richtig aus. Dann können wir den Engelsflügel dahin machen. Dann können wir den roten Ballon dahin machen. Dann können wir den Knochen nämlich dahin machen. Dann können wir... Dann können wir... Nein. Links unten in die Krone, das haben wir schon. Fächer zur Dame haben wir schon. Die Oma rechts bekommt dann Fächer. Haben wir schon lila Schleife zur Püppchen mit dem Hut. Ach, die hat ja schon lila Schleifchen. Sehe ich jetzt erst. Da freut die sich. Und er kriegt natürlich die Alte an die Hand. Yeah! Neuling zu den Auszeichnungen. Yeah, wir sind Neulinge. Du und ich, wir sind Neulinge. Alter, das hier sind wir. Das ist übrigens keine Lupe, das ist ein Monokel. Das ist James, als er klein war. So. Der lief doch neulich im Kino, Planet der Affen 2. Das erkenne ich sofort. Löse 3 Minispiele. Okay, haben wir durch. Ja. Ist die Musik wieder weg. So, was ist das da oben? Da kriegen wir jetzt... Was? Das ist doch so ein Duplo-Figur. Prinz. Wir kriegen einen Prinzen. Prinzenrolle ist übrigens sehr lecker. Das Kästchen sollte sich öffnen lassen, wenn ich das fehlende Teil öffne. Oder hier. Das Puppengesicht. Ah, ist sie süß. Ah, oh, mit der will ich spielen. Können wir nicht... Ist das nicht... Das ist nicht das, ne? Nee, das ist nicht das. Wir haben einen Prinzen, der kommt mit dem Arsch dann hier drauf. Nein. Haben wir irgendwas, was mit dem Arsch da drauf kommt? Nein, offenbar nicht. Hm. Kannst du bei dem Tagebuch den Geigenbogen nehmen? Ach, das ist, Den Geigenbogen? Nee, ich glaube nicht. Oh. Wir konnten immerhin den Cerberus mitnehmen und können ihm auch 3 Hundeköpfe einpflanzen, wenn es soweit ist. Hier ist der zweite. Den kriegen wir so nicht auf. Vielleicht mit der Puppe? Nein, natürlich nicht.